Wir haben gestern mal wieder ein altbekanntes Muster an den Märkten gesehen. Da wird ein weitgehend substanzfreies Gerücht genommen, um die Märkte nach oben zu hieven. Aber langsam kommt die Butter bei die Fische, wie der Münchner sagt, weil am 15. Dezember treten die Zölle in Kraft. Oder das ist zumindest die Aussage der US-Administration. Das stand jetzt, so hieß es noch vor zwei Tagen, die Zölle am 15. Dezember in Kraft treten, wenn es vorher keinen Deal gibt. Aber gerade dieser Deal ist angeblich ja in Reichweite gerückt, wie eine Nachrichtenagentur gestern gemeldet hat. Aber wir wollen uns dann später auch mit einem anderen Markt beschäftigen, einem toten Markt, der vielleicht ein Schlaglicht darauf wirft, wie weit sich die Aktienmärkte von manchen Dingen entfernt haben. Kommen wir erstmal zu dieser, wie ich das gestern genannt habe, Fake News Rally, die wir gestern gesehen haben. Ja, Phase 1 Deal dürfte abgeschlossen werden vor dem 15. Dezember. Die Aktienmärkte wetten darauf, das ist hier die Fake News, die wahrscheinliche Fake News, sagen wir so, die Aktienmärkte wetten darauf, dass diese Zölle nicht kommen werden, dass also entweder ein Deal vor dem 15. Dezember eintreten wird oder dass Donald Trump, selbst wenn es diesen Deal nicht gibt, die Zölle verschiebt. Das ist die etwas wahrscheinlichere Variante. Ich glaube nicht, dass der Deal vor dem 15. Dezember geschlossen werden kann. Dazu sind die Fragen zu komplex, die Dinge noch viel zu weit auseinander. Die Chinesen hatten offenkundig geglaubt, dass der Trump bereit ist, Zölle rückabzuwickeln, aber das scheint er nicht zu sein. Wir haben jedenfalls gestern jetzt aufgrund dieser Story hier gesehen, dass die Aktienmärkte hausierten. Jetzt hat nun Kayla Tausche, CNBC-Korrespondentin, mit dem Handelsminister, USDA Secretary, wie es im Amerikanischen heißt, Sonny Perdue, gesprochen. Und der hat gesagt, ja, er sei überrascht gewesen, wie schwach die Sojabohnenkäufe der Chinesen gewesen seien, deutlich unter der Erwartung. Damit hätten die Chinesen sozusagen ihre Zusagen nicht gehalten, während sie weitgehend aus Brasilien und Argentinien gekauft hätten. Trying to infringe on our market time here. Also unseren Marktanteil in diesem Bereich hat Brasilien und Argentinien weggeschnappt. Und jetzt hatten wir ja kürzlich die Nachricht, dass Stahl- und Aluminiumzölle gegen Brasilien und Argentinien erhoben werden, weil angeblich beide Länder ihre Währungen abwerten würden. Bei Argentinien ist das natürlich hanebüchen ein Nonsens. Die versuchen sogar eher, die Währung zu stützen, den argentinischen Peso, der sonst ins Bodenlose fallen würde, angesichts des wahrscheinlich bald wieder eintretenden Staatsbankrotts. Jedenfalls sehen wir hier Realismus. Die Chinesen halten sich laut US-Angaben nicht an die minimalsten Abweichungen. Hier hatte ja Donald Trump getwittert, ja, großartige Nachricht für die Farmer. Mal sehen, ob die überhaupt genug produzieren können. Jetzt sehen wir, dass die Sojabohnenimporte nur als kleiner Beleg dafür, wie wirklich Stand der Dinge ist, deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Liegt natürlich auch ein bisschen an der Schweinepest in China, die einfach die Notwendigkeit, den Bedarf an Sojabohnen reduziert hat. Aber es ist eben so, dass die Chinesen nach wie vor etwa die dreifache Menge aus Brasilien kaufen an Sojabohnen und eben nicht aus den USA. Also das ist die Situation. Wir haben heute wenige Termine. Das einzige ist die US-Handelsbilanz, die wir hier sehen, erwartet so um und bei 48 Milliarden Dollar jetzt im Monat. Wir sehen, dass das Handelsbilanzdefizit immer weiter gestiegen ist, auch unter Donald Trump, als der an die Macht kam. Es ist weiter nach oben gegangen. Derzeit erleben wir die Situation, dass die Importe wie auch die Exporte dramatisch schrumpfen. Das spricht natürlich für eine rapide wachsende US-Wirtschaft. Aber wir sehen, dass nach wie vor dieser Aufwärtstrend in Sachen, den Chart müssen Sie sich spiegelbildlich vorstellen, in Sachen Handelsbilanzdefizite der USA der Fall ist. Da wird man heute hinschauen, vor allem das Handelsbilanzdefizit zu China wird interessant sein, die Zahlen 14.30 Uhr. Schauen wir uns dagegen mal den Handelsbilanzüberschuss Deutschlands an, hier in den letzten Jahrzehnten von 1870 bis jetzt. Da haben wir nur kleine Phasen, wo wir Defizite hatten in Relation zum BIP. Derzeit liegen wir so bei 7-8%. Plus, also mehr Exporte als Importe, das Ganze macht dann 7-8% des deutschen BIPs aus. Wir hatten nur bei der Wiedervereinigung mal ein kleines Defizit in der Wirtschaftskrise, ein kleines Defizit. Ansonsten ist Deutschland da ein bisschen anders aufgestellt. Auch das ist natürlich ein Problem, auch das bedingt sich gegenseitig. Auch das war Thema gestern beim NATO-Gipfel sicherlich, dass Donald gesagt hat, ihr müsst nicht nur eure Verteidigungsausgaben herauffahren, sondern wir müssen dieses
Defizite der USA zu Deutschland in der Handelsbilanz verringern. Das sind inzwischen sehr politische Fragen, nicht nur ökonomische Fragen. Aber kommen wir noch abschließend zu der Relation zwischen der Preisentwicklung beim S&P 500 und den Gewinnen der Unternehmen. Wir sind jetzt derzeit so weit entfernt zwischen den Gewinnen der Unternehmen und der Preisentwicklung wie nicht einmal in der New Economy Blase. Also wir sehen, dass wir hier ein kleines Gap haben, eine Lücke haben zwischen fundamentalen Faktoren und eben Kursentwicklung. Es ist der Fed-Put, der das ermöglicht. Apropos Fed, und jetzt kommen wir zu dem toten Markt. Was wir hier sehen, das ist das Volumen, das die Fed in den Markt pumpen muss, in den Repo-Markt, in den US-Geldmarkt pumpen muss, um die Dinge hier überhaupt am Laufen zu halten, sonst würde der Markt kollabieren. Wir sehen hier den Kauf von T-Bills, also von kurzfristigen US-Staatsanleihen. Hier sehen wir die sogenannten Term Repos, das sind also Repo-Geschäfte, die etwa meistens eine etwas längere Laufzeit haben. Und das sind die Overnight Repos, also die Übernacht-Repos, wo jemand, der Geld leihen will, Staatsanleihen, die er im Depot hat, als Sicherheit hinterlegt, dafür Geld bekommt. Und am nächsten Tag wird dieser Tausch rückabgewickelt, die Staatsanleihen wieder zurückgegeben. Jetzt sehen wir die Situation, dass wir offenkundig eben die Lage jetzt haben, dass die Banken eben sich nicht mehr untereinander Geld leihen. Das ist sozusagen der Grund für die Verspannung am Repo-Markt. Ist nur die Frage, warum tun sie das nicht mehr, weil sie einander misstrauen? Das ist die Frage. Hier sehen wir, dass eben offenkundig es derzeit so ist, dass die Banken der USA lieber bei der Fed das Geld hinterlegen, da bekommen sie 1,55% Zinsen. Sie verleihen es jedenfalls nicht an andere Banken und das bedeutet, dass dieser Markt offenkundig tot ist, gebroken, wie die Amerikaner sagen. Die Fed ist da reingegangen, aber das kann laut Jim Bianco, einer der besten Analysten in diesem Bereich, kann das nicht dauerhaft sein. Die Fed hat, das sagte Bryce Doty, ein Fixed Income Manager sagte, hat das Problem nach wie vor nicht erkannt. Gestern, und das ist interessant, hat sich Fed-Vize Carls dazu geäußert und hat gesagt, ja, da ist sicherlich einer der Gründe, sind die Regularien, die eingetreten sind, oder die Regularien der Notenbank Fed, die gelten allerdings seit 2015. Warum ausgerechnet jetzt diese Verspannung eingetreten sein soll, ist ein bisschen schleierhaft. Ähnliches hatte schon CEO Diamond von JP Morgan gesagt. Also die Dickfische weisen auf die Regularien hin, sagen wir, daran lügt das. Da ist sozusagen die Schuld. Man verweist hier auf eine Studie aus Mitte Oktober, die eben hier eine Ursache daran sieht. Aber Mitte Oktober, da war eben noch der Glaube, das ist vielleicht vorübergehend. Jetzt haben wir Dezember und wir haben immer noch diese Verspannungen am Markt. Das ist also sozusagen heute eines der Highlights. Da wird nämlich Carls nochmal befragt vor einem Bankenausschuss. Was ist da eigentlich los am Repo-Markt? Dürfen wir auf die Aussagen gespannt sein. Jetzt wollte ich Ihnen eigentlich Charts zeigen, die Sie hier sehen. Oder Sie sehen, dass Sie keine sehen. Die sind mir inzwischen entfleucht. Wir sehen relativ wenig Änderung im Vergleich zum Vortagesschluss. Wir haben den Euro nach wie vor im Bereich 1,1080. Wir haben die US-Futures weitgehend unverändert jetzt im asiatischen Handel. Da war nicht wirklich viel los. Heute, wie gesagt, nur die Handelsbilanz im Fokus. Und ansonsten wird man sehen, wie diese Gerüchte jetzt, ob sie noch weiter tragen. Die Fakten sprechen eigentlich eine andere Sprache. Eher chinesische Aggression, chinesische Missstimmung gegenüber den Amerikanern in chinesischen Medien erkennbar. Da ist also von einer Annäherung eher nicht praktisch nicht zu sehen. Jetzt ist eben die Deadline 15. Dezember. Je näher wir da hinkommen und je weniger erkennbar ist, dass Trump die Zölle verschiebt, umso nervöser dürften die Märkte werden. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Handelstag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Tschüss.